Während wir in unseren warmen Häusern sind, geht der Schrecken in Gaza weiter. Schon seit mehreren Wochen nun findet in Palästina ein Massenmord statt. Währenddessen müssen wir hierzulande unseren alltäglichen Aufgaben nachgehen. Manche haben sich sogar an das Leid unserer Geschwister gewöhnt. Doch dürfen wir das an uns zulassen? Ist es akzeptabel, dass wir uns an einen Massenmord an unseren Brüdern und Schwestern gewöhnen? Nein! Solange sie nicht von dieser Besatzung befreit sind, ist es unsere Aufgabe, auf das Unrecht aufmerksam zu machen. Gerade jetzt, wo wir Standhaftigkeit und Ausdauer im Aussprechen der Wahrheit benötigen, gibt es jedoch Stimmen, die behaupten, überlasst das den Gelehrten. Denn nur die Gelehrten sind berechtigt, über die Angelegenheiten in Palästina zu sprechen. Du bist nur ein Laie, der nicht genug Wissen hat. Doch ist das wirklich so? Ist Gaza eine Angelegenheit der Gelehrten? Zweifelsohne hält uns der Islam dazu an, nur mit Beweisen und sicherem Wissen zu sprechen. Schließlich ist es im Islam gefährlich, ohne Wissen irgendwelche Dinge zu behaupten. So kann ein einfacher Muslim nicht selbstständig jede Aye aus dem Koran interpretieren, denn ihm fehlt das Wissen. Es gibt aber auch Dinge im Islam, die jeder Muslim normalerweise weiß. Zum Beispiel die Pflicht des Gebets oder das Verbot von Alkohol. Niemand von uns muss ein Gelehrter sein, um diese klaren Angelegenheiten auszusprechen. Man könnte sagen, in diesen eindeutigen Angelegenheiten ist jeder Muslim ein Wissender. Nun frage ich euch, ist die Angelegenheit von Gaza mehrdeutig? Muss man erst Gelehrter sein, um das Unrecht zu erkennen? Selbstverständlich nicht, denn jeder Muslim mit Iman im Herzen erkennt das Unrecht, was unsere Geschwistern angetan wird. Genauso wissen wir, dass die Lösung darin besteht, die zionistische Besatzung unserer Geschwister zu beenden. Und genauso ist jeder von uns in der Pflicht, weiterhin sich mit unseren Geschwistern zu beschäftigen und für sie Dua zu machen. In einem bekannten Hadith sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Wer von euch etwas Böses sieht, der soll es mit der Hand ändern. Und wenn er dazu nicht imstande ist, dann mit der Zunge. Und wenn er dazu nicht imstande ist, dann mit dem Herzen. Und das ist die schwächste Form des Iman. Einige Gelehrte erklären zu dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Pflicht auch für den einfachen Muslim gilt. Also nicht beschränkt ist auf Gelehrte oder Herrscher. Sogar wenn man Sünden begeht, trägt man die Verantwortung, das Gute zu gebieten und das Unrecht anzuprangern. Seien wir ehrlich mit uns selbst. Wollen wir es uns vielleicht gemütlich machen, indem wir uns aus der Verantwortung ziehen? Indem wir diese Verantwortung auf andere schieben? Ist das etwa die Einstellung eines Muslims? Nein, niemals! Jeder wird alleine vor Allah stehen und jeder muss gerade stehen für sein Verhalten während des Massenmords an unseren Geschwistern. Palästina betrifft uns alle, jeden von uns.